Ja, also heute, das soll ein besonderes Video werden. Der Wind faucht, es ist saukalt. Aber Pilzfrau hat bald Geburtstag und wir haben Zeit. Also Pilzkind und ich auf der Suche nach dem Geburtstagsgeschenk. Und ihr seht, wir waren erfolgreich. Schaut mit uns, wie es dazu kam. Papa, ein goldgelber Zitterling. Das sieht gut aus. Hier mitten auf diesem Ast. Ja, das ist doch ein Start in die Pilztour. Ein goldgelber Zitterling. Wir gehen mal näher ran. Ist gar nicht so einfach. Der sieht noch richtig gut aus. Den könnte man essen. Aber wir lassen den heute mal hier. Aber das ist doch ein richtig farbfroher Klecks an einem sonst doch eher regnerisch kaltem Tag. Aber ein guter Start. Der goldgelbe Zitterling. Maipilze, Papa, ein Hexenring. Und das ist doch was. Also, unerwartet, direkt hier, wenn man aussteigt. Schaut euch das an. Man braucht gar nirgendwo hinlaufen. Ihr hört im Hintergrund, kommen sogar noch die Autos. Also, hier einen herrlichen, großen Hexenring. Soll ich nur mal Finger wegtun, sonst zoomt die Kamera auf meinen Finger. Also, Durchmesser. Ja, man muss mal schauen. Komm mal ein Stück zurück. Hier vorne geht's los. Und ich gehe mal raus. Also, der Hexenring hat einen Durchmesser von 3-4 Metern. Bei einer Wachstumsgeschwindigkeit so von 2 Zentimetern im Jahr kann man sich vorstellen, der hat einige Jahrzehnte auf dem Buckel. Und jetzt ist Erntezeit. Und die Maipilze haben eine richtig tolle Größe. Also, die sind auch wirklich richtig schön. So braun, ocker, richtig kräftig. Perfekt. Schaut euch das an. Also, richtige Oschis, richtig feste, knackige Pilze. Hier wunderschön die eng stehenden Lamellen zu sehen. Den Übergang zu dem doch richtig festen Stiel. Lange der eingerollte Hutrand. Und jetzt kann man hier wirklich ernten. Und hat man denn mal ein paar gefunden, dann hat man auch den Korb voll. Und der Duft nach Anis, nach nassem Mehl, der kommt so richtig hoch. Und der verschwindet beim Braten nämlich komplett. Und ihr seht, also, wir sind 3-4 Mal unterwegs gewesen, haben wirklich nicht viel gefunden. Aber es reicht dann ein, so ein richtiger Treffer und ich bewege mich nirgendwo hin. Da ist der Korb auch voll. Und jetzt schauen wir uns das mal an hier. Also, die wachsen wirklich in richtig tollen Gruppen und immer wieder in Schüben. Also, an der Stelle, das kann man sich merken. Du hast auch noch einen mitgebracht, genau. So, dreh sie bitte raus. Ja, sonst werden die nämlich so dreckig von unten. Und das reicht locker für eine Mahlzeit. Also richtig schön. Und jetzt einfach mal das Ernten genießen. Nicht so viel reden. Guckt euch das an. Also das macht einfach wieder Spaß. Pilze suchen. Und es ist wirklich gerade der 1. April. Also die Georgsritterlinge noch vorm Georgstag. Ich glaube, es ist der 23. April, wenn ich richtig bin. Und da kann man hier wirklich richtig schön Frühlingsgrüße genießen. Ein bisschen Bärlauch, Weinberglauch in die Pfanne. Guckt euch das an. Also das ist doch ein tolles Geschenk, auch für Pilzfrau. Hat nämlich bald Geburtstag. Was sind das für Pilze? Die? Pilze. Wie heißen die alle? Maipilze. Super. Und also jetzt müssen wir erstmal ernten hier. Immer mehr. Ganzer Hexenring. Ja, und das ist das Wiesenschaumkraut. Das schmeckt so richtig angenehm. Das ist schon so richtig ein bisschen schärfer. Die Blüten sind wirklich essbar, genauso wie eben auch die Blätter. Und wenn man dann die Pilze zubereitet, dann kommt das richtig gut. Sieht zum einen schick aus. Komm mal her, einfach den oberen Teil abmachen. Und dann schmeckt das auch so richtig schön. Und die Blätter, die hier unten sind, ich habe euch Bestimmungsvideos auch im Kanal gemacht, die sind natürlich auch richtig aromatisch und toll. Also das werden hier natürlich die Maipilze mit dem Schaumkraut und eben noch ein bisschen wilder Kresse, Weinberglauch. Und das wird eine leckere Sache. Also Wildkräuter braucht es auch, die passen nämlich ausgezeichnet da dazu. Und hier sehen wir schon die nächsten. Ihr seht, ich bin wieder auf einer Wiese unterwegs. Und der Löwenzahn, der hat nämlich so eine richtig angenehme Note und schmeckt da richtig gut. Müsst ihr natürlich da pflücken, wo die Wiesen wirklich unberührt sind und wo eben nicht gerade irgendwo gedüngt würde oder irgendwelche Tiere da sind. Und diese Blüten hier, die schmecken auch richtig gut. Die nehmen wir auch gern mit. Die wocken wir mit durch. Und ihr seht, es wird bunt im Korb und voll. Maipilze, die kommen besonders gut mit aromatischen Wiesenkräutern, der Sauerampfer.
Also dann nehmen wir nur so 2, 3 mit, pflück noch eins, dann reicht's. Nicht zu viel davon nehmen, aber mal so eine gewisse Menge. Das gibt einen richtig tollen Salat. Und ihr seht, was für eine saftig schöne Wiese. Und da kann man den Pilznachwuchs bei der Arbeit sehen. Die Maipilze, schau mal, richtige Hexenringe. Da unten, guck mal da, unter den Blättern. Und die riechen richtig intensiv, genau. Mach ihn raus. Unten am besten ein bisschen drehen. Und man muss gar nicht weit vom Parkplatz laufen. Im Hintergrund hört ihr noch die Autos vorbeifahren. Also der Korb ist voll, bevor wir es geschafft haben, eigentlich richtig loszulaufen. Der Fund ist für dich, Mama, alles Gute zum Geburtstag. Jetzt war halt bald Geburtstag. Und das soll ihr Geburtstagsvideo werden. Von Pilzkind das Geschenk. Und ich glaube, das kann sich sehen lassen, oder? Der Korb ist voll, schaut euch das an. Eine Stelle und da hat sich's doch richtig gelohnt. Und jetzt machen wir die mal sauber. Also hier zieht ein Duft, ich kann euch sagen, den riecht man noch 2 Meter entfernt. Also so richtig intensiver Mehl-Gurkengeruch. Und wenn ihr die weißen Pilze noch nicht gefunden habt, seid vorsichtig. Also das ist nun wirklich Wasser. Gibt es auch Riesenrötlinge und Ähnliches als Verwechslungspartner. Schlehenrötlinge, die allerdings essbar sind. Schaut vielleicht auch mal in die Playlist Pilze bestimmen. Kein Einsteigerpilz, aber mit ein bisschen Erfahrung und vielleicht den ein oder anderen Tipp vom Pilzberater, Sachverständigen, dann funktioniert das. Und ihr seht, ich muss weiter putzen. Also Pilzfreunde, das war doch mal eine schöne Tour. Und an alle Abonnenten, grüßt doch auch mal meine Frau zu ihrem Geburtstag. Ich verrate nicht genau wann, aber sie hat jetzt nach dem Erscheinen und um das Erscheinen des Videos Geburtstag. Und an alle, die noch nicht abonniert haben, lasst uns einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und ein paar Geburtstagswünsche an unsere Pilzfrau. Also, bis bald. Und jetzt guckt man noch ein bisschen und dann bald geht's nach Haus. Zum Geburtstag viel Glück! Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, liebe Mama, zum Geburtstag viel Glück. Und wer Pilze sucht, der sucht auch Kräuter. Schaut euch das mal an. Hier mitten unter einer Apfelbaumplantage. Der Lauch. Weißt du, was für einer? Der Weinberglauch. So ist es. Und den kann man essen. Der ist ein bisschen herber wie der Schnittlauch, aber sonst kann man den hier ganz gut erkennen, auch an den ein bisschen dreieckigen Blättern. Überall in den Wiesen ganz gut zu entdecken. Und schaut mal, eine ganze große Fläche. Ihr seht, es geht los. Nicht essbar, aber das sind die ersten Anzeichen. Also hier grünblättrige Schwefelköpfe im Wald. Und wenn die erstmal auftauchen, das ist deswegen interessant, weil dann gibt es oft auch schon die Stockschwämmchen. Also das sind natürlich hier Magen-Darm-giftige Pilze. Kann man ganz leicht sehen an diesen doch neonartigen Tönen an der Unterseite, so gräulich, grünlich, sehr, sehr bitter. Also die würde man nicht essen, wenn man jetzt den Finger mal ablecken würde, dann würde man das auch sofort merken. Also kein essbarer Pilz, Magen-Darm-giftig, aber ein Hinweis, dass es bald die Stockschwämmchen hier auch gibt. Schaut mal, also es pilzt richtig los. Die Zeit der Zersetzer, aber eben auch der Maipilze, die auch zersetzend wirken. Und da haben wir sie, Klimmertintlinge. Irgendwas aus der Richtung der Klimmertintlinge, also wenn man sie rausmacht, sieht man das auch, wenn man von unten guckt, dann hat man diese richtigen dunklen Lamellen und das Spornpulver wäre ebenfalls dunkel gefärbt. Immer in großen Gruppen stehen. Oh. Pilzkind hat noch mehr gefunden. Hier, ganz viele. Und hier kann man das auch sehen, dass die wie so überzuckert wirken. Ich guck mal hier, ob man sehen kann. Genau. Also da sieht man ganz schön, warum die Klimmertintlinge heißen. Von dieser Schicht her. So, also, wir haben den Weinberglauch schon mal. Und jetzt muss man natürlich weitersuchen, ob wir noch die Pilze dazu finden. Sehr schön. Die Apfelblüte. Es gibt
jede Menge interessante Pilze, die unter Apfelbäumen wachsen. Zum Beispiel die Morcheln, nicht die Speisemorcheln, aber eben auch Morchelbecherlinge. Schauen wir mal. Also es ist sehr kalt hier. Ich glaube nicht, dass wir heute welche finden. Aber wie immer, sei es auch Pilze suchen. Such mal. Ja, Pilzfreunde, ihr könnt sehen, einfach mal aus dem Auto aussteigen. Und man muss gar nicht weit laufen. Also kurz geparkt und schon ist der Korb voll. Das ist ein großer Korb. Also das ist ordentlich an Pilzen. Und Pilzkind war echt erfolgreich. Und das ist natürlich hier auch das Geburtstagsvideo. Denn wir haben Pilzmama einen Pilzkorb versprochen. Und natürlich halten wir das auch. Und das ist für dich. Danke für die viele Unterstützung und Touren. Und jetzt machen wir dir natürlich ein tolles Essen. Also, Happy Birthday! So, jetzt sind wir wieder da und mal gucken. Und? Wow! Das ist doch ein Korb voller Maipilze. Gut gemacht. Mit Kräutern. Sehr schön. Jetzt müssen wir sie nur zubereiten. Machst du. Mach ich, wie immer.